Hi, ich bin vor allem erstmal sehr überrascht, dass nur circa 2/3 der Leute nach der Opening rausgerannt sind, nicht alle, als sie gehört haben, worum es geht. An die verbliebenen 1/3, herzlich willkommen. Ich bin Jyoti, es geht um funktionale Programmierung, insbesondere in Bezug auf Haskell. Ganz kurz das Obligatorische, wer ich eigentlich bin. Jyoti, wie gesagt, mein Background ist tatsächlich in Biologie. Also ich habe gar keinerlei Software, Engineering oder Programmier- oder Computer Science formale Ausbildung gehabt. Ich bin Biologe, bin irgendwann in die Mathematikschiene abgedriftet und bin irgendwann im Prinzip angewandter Mathematiker oder sowas geworden. Und habe deswegen natürlich auch viel Coding gemacht, aber nie irgendwie so proper Software Education Practice. Achso, die Folien sind übrigens auf Englisch, weil ich recycle die vom Event vor ein paar Monaten oder so und hatte nicht genug Zeit, die zu übersetzen. Tut mir leid. Genau, und meine Perspektive ist deswegen ziemlich, sag ich mal, applied und hands-on und so hemdsärmlich, aber ich schätze, das hat vielleicht auch sein Gutes. Und mein Kontakt zu Haskell war, ich fand es eigentlich immer total interessant und habe mich auch damit gerne befasst oder allgemein mit funktionaler Programmierung, aber letztes Jahr habe ich dann mal sozusagen committed und gesagt, ich mache den gesamten Advent of Code in Haskell. Und es war ein gewaltiges Commitment und ein ziemliches Zeitinvestment, aber ich habe es tatsächlich geschafft und jetzt muss ich natürlich die Gospel spreaden. Also, so als kleines einführendes Beispiel, natürlich war ja der Main Selling Point, wir wollen über Code Correctness reden, also irgendwie beweisbar korrekter Code. Warum ist das cool und wichtig? Es gibt dieses sehr schöne Beispiel von diesem Objekt, ich weiß nicht, ist so ein Standardbeispiel in Software Engineering Kursen. Kann jemand damit was anfangen zufällig? Ja. Ist die Ariane. Richtig, richtig. Genau. Genau, also pretty much das, genau, ja. Ist die Ariane 5, der berühmte Flug 501. Genau, 37 Sekunden nach dem Start ist nämlich das passiert. 30 Sekunden nach dem Start ist die Rakete auf einmal um 90 Grad abgebogen, warum auch immer. Dann hat die Rakete gemerkt, hey, ich habe gerade significant severe aerodynamic stress, was klar ist, wenn ich 90 Grad abbiege, und hat sich dann kontrolliert selbst zerstört. Was war das Problem? Da ist so ein internes Referenzsystem, das SRI, das misst im Prinzip Ort und Geschwindigkeit und alles mögliche für den Steuercomputer. Und das, genau das passiert, ein arithmetisches Problem, weil eine 64-Bit-Zahl ist reingekommen, eine Floating-Point-Number, und wurde nach 16-Bit gecastet. Nicht genug Platz, Overflow bzw. Underflow, und dann dachte dieses System, hey, ich bin komplett nicht da, wo ich sein soll, ich muss jetzt mal den Kurs korrigieren. Das war dann der Outcome. Und das Problem war halt, dass dieses SRI kein Exception Handling für sowas hatte. Es hat erkannt, hey, ich kann das nicht casten, also gehe ich mal in so einen Failed State, was an sich eine kluge Idee ist. Und es war auch noch kluger, hat gesagt, okay, ich gebe jetzt auch mal so ein diagnostisches Bit-Pattern aus fürs Debuggen. Das Problem war nur, das war hardwired zum eigentlichen Kontrollsystem. Das Flight-Control-System hat dieses Bit-Pattern bekommen und dachte, hui, das ist nicht, was es sein sollte. Ich korrigiere mal besser meinen Kurs. Dann kam das raus. Das Problem ging auch ein bisschen weiter. Es gab noch ein zweites SRI, ein Backup-System, was eine smarte Sache ist. Das Problem war, die hat genau den gleichen Fail gemacht, weil es identisch gebaut war. Und dann hat halt dieses Flight-Control-System versucht, den Kurs zu korrigieren, und das ist dabei rausgekommen. Also ich denke, das ist so ein kleines illustrierendes Beispiel, warum so Code-Correctness, Code-Security, Reliability eigentlich eine gute Sache ist für die, die vielleicht noch nicht so ganz überzeugt waren. Was ist denn so eigentlich unser Ziel oder unsere Wunschliste? Naja, idealerweise hätten wir gern irgendwie Code, der, wie es so schon heißt, obviously correct ist. Also irgendwas, was man sich anguckt und nach ein paar Sekunden scharfem Angucken kann man sich sicher sein, dass das irgendwie Hand und Fuß hat, was wir da tun. Man nennt das auch ganz gerne so verifiable by inspection, also durchs Angucken. Idealerweise würden wir es auch schaffen, die meisten oder idealerweise alle Fehler, die wir so machen, schon zur Compile-Time zu finden. Also, dass der Compiler gleich Sachen ablehnt, die ganz offensichtlich keinen Sinn machen und wir gar nicht irgendwie in Runtime-Probleme reinrennen. Idealerweise sind wir irgendwie auch imstande, unsere Software fearlessly zu refactoren. Das ist auch so eine Catchphrase. Es gibt ja ganze Bücher, die über Refactoring geschrieben werden. Scheint also keine so komplett triviale Thematik zu sein. Idealerweise ist das so einfach wie möglich. Und ich denke, die wenigsten schreiben gerne Testcases und Validation Code. Idealerweise wollen wir das auch irgendwie reduzieren. Und natürlich ist der Selling Point von dem Vortrag hier, also das Thema, wo wir hinwollen, irgendwie Haskell. Und trotzdem, oder allgemein Functional Programming. Trotzdem der kleine Disclaimer am Anfang, das ist nicht eine 1:1 Korrespondenz. Also man kann sich auch mit Haskell in den Fuß schießen und man kann natürlich auch in anderen Sprachen irgendwie relativ oder sehr guten Code schreiben.
Haskell macht's oder FP-Sprachen machen es aber ein Stück weit einfacher, dass manche Dinge out of the box kommen und es schwerer ist, sich in den Fuß zu schießen. Und ich werde natürlich sehr viel hier Haskell chillen, aber na klar, mir ist natürlich bewusst, dass nicht jeder diesen Switch machen kann oder möchte, weil er keine Zeit hat oder weil sein Chef sagt, nee, du machst nicht in Haskell, was kommst du auf diese Idee hier? Deswegen denke ich aber trotzdem, dass man so ein paar Praktiken vielleicht von diesem Talk mitnehmen kann, die man auch in jeder anderen Sprache verwenden kann, solche Konzepte, die auch Programmieren in anderen Sprachen vielleicht ein Stück weit robuster machen. Okay, wenn man sich so einen typischen Wikipedia oder anderen Artikel über Functional Programming anguckt, sind da ganz, ganz viele Worte, die immer und immer wieder auftauchen. Ich habe mal so ein paar markiert, sowas wie, es geht sehr viel darum, dass man Funktionen hat, die man aufeinander anwendet oder zusammen composed. Es wird oft gesagt, dass man irgendwas deklarativ machen möchte, anstelle von so einer Sequenz von Step-by-Step imperativen Code, wie man es vielleicht von den klassischen Sprachen wie C oder was auch immer kennt. Man redet oft davon, dass Funktionen in Functional Programming First-Class-Citizen sind, also ziemlich wichtige Dinge, was auch Sinn macht, wenn es Functional Programming heißt. Da ist wieder dieser deklarative und Composable-Style. Es geht darum, dass man Funktionen hat, die idealerweise irgendwie möglichst klein sind, die man irgendwie, da kommt es wieder, kombinieren möchte in so einer modularen Baukastenart und Weise. Es wird sehr viel auch über Purity geredet, da werden wir auch kurz drüber reden, was das heißt, warum das eine coole Sache ist, warum Mutable State hingegen und Side Effects nicht so eine coole Sache sind, das geht damit Hand in Hand. Und eine so eine Sache, die auch oft mal irgendwie erwähnt wird, ist dieses sogenannte Referential Transparency. Das ist so ein unheimlich klug klingendes Wort, was man mal gehört haben sollte. Wenn man es kennt, kann man damit super Eindruck schinden und aufschneiden. Es ist eigentlich ein total simples Prinzip. Wir werden es ganz kurz erwähnen. Und sehr, sehr viel über Type Systems wird geredet. Da werden wir heute auch drüber sprechen. Also zusammengefasst, TLDR, gibt es im Prinzip zwei große Themen, über die wir heute reden wollen. Zum einen irgendwie Funktionen, die klein sind, pure sind, was auch immer das heißt, die wir irgendwie deklarativ zusammenpacken wollen, die irgendwie so klein und deklarativ und self-evident sind, dass wir uns die angucken und sicher sein können, dass die irgendwie ganz gut sind und funktionieren, die wir dann irgendwie zusammenpacken in so einem Baukastenprinzip, was wir auf irgendeine Art und Weise machen, die sich deklarativ nennen wird und die uns erlauben wird, dass wir uns irgendwie durch Inspektion dessen, was wir da tun, einfach überzeugen können, dass es Sinn macht, was wir da tun. Das ist der eine große Block, worüber wir reden. Der zweite große Block ist dieses starke und sehr expressive Type-System, das uns ermöglichen wird, viele Fehler schon zur Compile-Zeit zu finden, dass wir also gar nicht so viel dieses Problem der Runtime-Errors rennen werden. Und was sozusagen sicherstellt, dass bestimmte Teile des Codes auf eine Art und Weise zusammenarbeiten, wie wir es erwarten und gerne hätten. Okay, dann beginnen wir mal ganz, ganz simpel mit dem ersten Teil, mit den Functions, also den Funktionen. Entschuldigung. Ein ganz, ganz einfaches Beispiel, was ich mal zeigen wollte, ist diese Funktion, ist Palindrome. Ich denke, jeder weiß, was ein Palindrom ist. Also ein Wort, was ich, wenn ich es von vorne nach hinten lese, das gleiche ist, wie wenn ich es rückwärts lese, also von hinten nach vorne. Sprich, aber wäre zum Beispiel ein Palindrom. Wenn man es vorwärts oder rückwärts liest, ist es immer aber. Und wie würde man das jetzt so ganz naiv imperativ machen in beispielsweise Python? Naja, man würde sich irgendwie so eine Funktion schreiben, ist Palindrome, die kriegt einen String und soll irgendwie einen Boolean return, also ja, ist ein Palindrom, nein, ist nicht. Dann könnte man sich vielleicht im ersten Schritt mal irgendwie so eine Variable n definieren, wo man reinschreibt, wie viel Zeichen ist denn das Ding lang. Das macht den nachfolgenden Krams ein bisschen einfacher. Würde dann irgendwie vielleicht so eine Schleife bauen und würde dann Zeichen für Zeichen durchgehen und gucken, ist das erste Zeichen gleich dem letzten, ist das zweite gleich dem vorletzten und geht diese Schleife immer weiter so durch und am Ende angelangt. Also wenn man an irgendeiner Stelle merkt, hey, da ist es nicht gleich, würde man abbrechen und sagen, nö, ist kein Palindrom, weil logischerweise kann es nicht mehr sein. Aber wenn man die Schleife erfolgreich durchlaufen ist, dann kann man sagen, okay, scheint ein Palindrom zu sein, alles gut. Das ist jetzt eine Implementation, die gut funktioniert, die aber so ein paar Schwachstellen hat. Also was man dem zugute halten muss, die Funktion ist relativ klein, smallish, also könnte ein bisschen kleiner sein, aber ist okay. Ist jetzt nicht so ein Ungetüm mit, weiß ich nicht, 70 Zeilen oder so, wo keiner weiß, was passiert. Ist sie easy to verify, wie wir es gerne hätten? Naja, so halbwegs. Ich sehe da ein Problem, so ein klassischer Fall von Potenzial für Off-by-One-Errors. Man sagt, man beginnt mit 0, also 0 indizierte Strings oder Listen und will jetzt das Letzte mit dem Ersten vergleichen. Dann würde man überlegen, okay, das Erste ist die 0. Was ist dann das Letzte? Das wäre dann n minus 0. Man muss noch ein weiteres abziehen. Also da muss man schon ein bisschen denken. Und als ich das Ding das erste Mal aufgeschrieben habe, habe ich gleich einen Off-by-One-Error gemacht tatsächlich. Ist also niemand vorgefeilt. Und das ist so eine potenzielle Schwachstelle, wo man leicht irgendwie in Probleme laufen kann. Und technisch gesehen haben wir hier sogar auch Mutable State. Das heißt, wir haben uns ja hier eine Variable hergenommen, dieses n
wo wir eine Zahl reinschreiben, ist hier in dem Fall für den Algorithmus nicht zwingend notwendig, dass wir das tun. Es ist eher so ein bisschen Notational Convenience, weil wir das N in den Zeilen danach ein paar Mal nutzen. Insofern haben wir hier technisch gesehen ein State, also irgendwas, was im Speicher steht. Und State an sich ist so eine Sache, die man eigentlich gern vermeiden will. Wenn man ganz, ganz viele Dinge im Speicher hat und die Funktion ziemlich lang und convoluted ist und an allen möglichen Stellen diesen State ändert, dann kann man sehr leicht den Überblick verlieren. In dem Fall hier würde ich sagen, ist es kein harmful state, weil die Funktion ist kurz, wir haben einen ganz klaren Zweck für dieses N. In dem Fall ist es technisch gesehen mutable state, aber denke ich völlig entschuldbar. Da ist der State. Okay, das ist so eine klassische imperative Herangehensweise. Wie würde man es jetzt in Haskell oder in so einem funktionalen Paradigma machen? Also die erste Zeile ist sehr ähnlich zur ersten Zeile links. Man schreibt sich immer auf, okay, wir haben eine Funktion, die nennen wir isPalindrome, und schreibt sich erstmal die Typen auf. Gut, wir kriegen irgendeinen String und ausgeben wollen wir einen Boolean. Soweit so klar, ist genau wie die Zeile links. Und dann kommt noch exakt eine weitere Zeile und damit sind wir fertig. Diese Funktion isPalindrome kriegt irgendeinen Parameter, nennen wir hier S. Und rechts von diesem ersten Gleichheitszeichen steht dann der gesamte Körper dieser Funktion. Naja, da ist irgendwie so ein Vergleich mit einem doppelten Gleichheitszeichen und verglichen wird einmal S, also der Input-String, mit dem Reverse des Input-Strings. That's it. Weil das ist genau wie auch ein Mathematiker oder ein Informatiker eine Definition aufschreiben würde für, was ist ein Palindrom? Ein String, den ich vorwärts gelesen und rückwärts gelesen zum gleichen evaluiere. S ist gleich dem Reverse von S. Und das nennt man diesen deklarativen Style, den ich im Voraus schon mal kurz erwähnt hatte, der eben wirklich sehr kurz und sehr präzise wie eine mathematische Funktion den Kern der Sache trifft. Ein Palindrom ist was, wo, wenn ich es vorwärts lese, exakt das gleiche ist, wie wenn ich es rückwärts lese. That's it. Und deswegen kann man sich das angucken und mit ein paar Sekunden überlegen, kann man sich relativ sicher sein, dass es eigentlich genau das ist, was wir wollen. Wir haben hier nicht mehr das Problem mit Potenzial für Off-by-One-Errors. Wir haben in dem Fall auch gar kein State mehr. Wir haben zu keinem Zeitpunkt irgendwie was in Speicher geschrieben, wie zum Beispiel N oder so. Und diese Dinge zusammen machen es sehr einfach, sich dieses Ding anzugucken und es durch bloßes Inspizieren, wie es der Mathematiker nennen würde, durchs Angucken, sich zu überzeugen, okay, ja, das ist schon das, was ich machen möchte. Wenn wir jetzt aber sagen, okay, wir können, dürfen, wollen, müssen nicht Haskell verwenden, sondern sollen weiterhin zum Beispiel in Python arbeiten, habe ich ja gesagt, man kann sich trotzdem so ein paar FP-Konzepte in Python stehlen und verwenden, um vielleicht so ein bisschen diese Vorteile zu nutzen. Wie würde man das denn jetzt so FP-like oder Haskell-like in Python machen? Naja, die erste Zeile bleibt gleich. Wir definieren unsere Funktion. Wir haben irgendwie diese Funktion, die einen String noch Boolean abbildet. Und dann returnen wir einen Vergleich von S mit. Und das sieht so ein bisschen komisch aus auf der rechten Seite. Das ist so ein Python-Idiom. Das, wenn man was mal gesehen hat, dann kennt man es. Das heißt einfach nur S rückwärts gelesen. Was dahinter steckt, ist Python-Gedöns. Das ist nicht wirklich weiter so wichtig. Man könnte auch hier auf der rechten Seite schreiben sowas wie Reverse S und müsste sich dann Reverse an einer anderen Stelle definieren. Ja, wenn man das weiß, dann ist alles klar. Und somit ist die Funktion winzig. Jetzt ist sie auch deklarativ. Sie liest sich genau wie diese mathematische Definition. S ist gleich rückwärts S gelesen. Und ich würde sagen, diese Funktion ist deutlich einfacher zu verifizieren, indem man sich das mal anguckt, als der erste Entwurf, sofern man dieses gelb markierte Python-List-Slicing kennt, was man als Python-Programmierer aber kennt. Und wie gesagt, hier ist auch wieder kein State. Wir haben nichts, was wir irgendwo in Speicher schreiben. Man liest diese eine Zeile und denkt sich sofort, okay, das macht Sinn. Jetzt, wo wir mal so eine Funktion gemacht haben, überlegt man sich ja, was wir uns vorhin schon kurz irgendwo auf dem Wikipedia-Artikel gesehen haben, dass man diese Funktion etwa auf eine Art und Weise zusammenstellen will, die man diese modulare Art und Weise nennt. Und um uns das anzugucken, können wir ein bisschen noch mehr ins Detail gehen, was diese Funktion isPalindrome macht. Was ich ja hier auf der letzten Folie gezeigt habe, ist, dass wir dieses Reverse S aufrufen. Jetzt könnte man natürlich argumentieren, okay, ja, du rufst Reverse auf, das ist eine andere Funktion, die macht das ganze Heavy Lifting. Und klar, du kannst alles als einen Einliner schreiben oder als einen One-Liner, wenn du einfach eine andere Funktion aufrufst, die die Arbeit für dich macht. Ist ein fairer Point, ist ein valider Kritikpunkt. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, dann gucken wir uns mal rein, was macht denn Reverse? Und Reverse ist tatsächlich auch so eine Standardfunktion von Haskell. Die Standardimplementierung ist ein kleines bisschen anders, um sie effizienter zu machen, aber ich habe sie mal so abgeschrieben und sinnerhaltend abgeschrieben. Und was dahinter steckt, ist zum einen diese etwas vielleicht komisch aussehende Zeile. Das ist einfach Haskell-Syntax für links, was wir reinkriegen, ist eine Liste, das sind diese eckigen Klammern, von irgendeinem Typ A. Es ist egal, welcher Typ A. Und was rechts rauskommt, auf der rechten Seite von dem Pfeil,
ist auch eine Liste vom gleichen Typ, was Sinn macht. Wenn ich eine Liste an Zahlen reverse, kriege ich eine Liste von Zahlen raus. Wenn ich eine Liste an Chars, also ein String, reverse, kriege ich wiederum einen String raus. Der Typ bleibt der gleiche. Und was man sich jetzt aufschreibt, sind nur noch zwei weitere Zeilen fürs Reversen. Zum einen, das macht man sehr oft im Funktionalen, man beginnt so mit so einem dummen Base Case, der eigentlich absolut trivial ist, wie ein Mathematiker sagen würde. Das Reverse einer leeren Liste ist, naja, eine leere Liste. Nichts anderes steht da. Und das ist so der Base Case. Damit schreibt man als erstes meistens hin, damit ist man schon mal gut im Flow und hat das meiste schon mal geschafft und der Rest ist dann meistens auch relativ einfach. In dem Fall ist der Rest nur noch eine weitere Zeile, nämlich dieses. Und das ist jetzt vielleicht für Nicht-Haskeller auf den ersten Blick so ein bisschen verwirrend. Es ist aber eigentlich total einfach. Was wir da links sehen, was ich gelb markiert habe, dieses Klammern x Doppelpunkt xs, das ist auch so ein Haskell-Idiom für eine Liste. Und auf Listen in Haskell greift man so zu, dass man sich entweder das erste Element, den Head, nehmen kann, das ist das x, oder den Rest, das ist das xs. Der Hintergrund ist, Haskell-intern sind Listen als Single-Linked-List gespeichert, deswegen hast du immer den Head oder alles andere rechts davon. Und das ist so ein Haskell-Idiom x Doppelpunkt xs, das erste Element und alle anderen Elemente. Und was ist jetzt das Reverse davon? Naja, das Reverse davon ist, es ist Doppelplus, das heißt nichts weiter, als wir packen zwei Listen zusammen. Und auf die rechte Seite packen wir dieses Head-Element in eckigen Klammern, weil plus plus will immer Listen auf beiden Seiten. Also wir nehmen das Head-Element x, packen es nach rechts und auf der linken Seite rufen wir Reverse mit diesem xs, dem Rest der Liste, auf. Und wenn man das dann ein paar Mal so macht, das kann man sich mal auf dem Papier irgendwie oder an der Tafel aufschreiben, landet man irgendwann bei diesem Base-Case in Zeile 2, dass nur noch eine leere Liste übrig bleibt und da hört man dann auf. Und das war's. Und so hat man quasi einen Buchstaben nach dem anderen immer nach rechts gezogen und logischerweise ist das dann das Reverse der Liste. Und das ist so eine ganz generische Standalone-Funktion, die man immer und immer wieder verwenden kann, weil sie halt mit jedem Typ arbeitet. Also wenn ich eine Liste von Zahlen reversen will, geht das. Egal welche Zahl. Integers, Float, Rationals, whatever. Es geht genauso für einen String, was ja nichts weiter ist, eine Liste von Chars ist oder was auch immer. Und diese Funktion Reverse wird auch immer und immer wieder verwendet in vielen, vielen verschiedenen Dingen. Zum Beispiel, wenn man sagt, ich will das letzte Element von der Liste haben, naja, könnte ich zum Beispiel sagen, ich reverse sie und nehme mir dann den Head raus. Und das ist so ein bisschen dieses, was ich vorhin meinte mit diesem Composing Functions in a Modular Manner. Man hat gerne viele, viele kleine Funktionen wie kleine Lego-Steinchen, die alle total einfach und trivial sind, die man sich alle relativ einfach angucken und inspizieren kann und sich überzeugen kann, dass die Sinn machen und baut die zusammen. Und aus diesen kleinen Blöckchen baut man sich dann wie beim Lego-Spielen irgendwie alles zusammen, was man gerade möchte. Und das ist nichts anderes als dieses modulare Bottom-up-Building-up-Function von irgendwelchen kleinen Base-Components. Und man kann sich sicher überzeugen, dass diese Funktion Reverse auch ziemlich klein ist. Sie ist wiederum sehr deklarativ. Sie sagt eigentlich, was sie tut. Naja, Reverse ist, wir nehmen immer das Erste, packen es nach rechts und machen weiter. Sie ist wieder pure. Pure heißt nichts anderes, habe ich ja schon kurz erwähnt, dass sie sowohl nach außen hin nichts beeinflusst, als auch nicht von irgendwelchen anderen Dingen beeinflusst wird. Wir gehen da gleich nochmal ins Detail, was genau das heißt, warum das eine coole Sache ist. Und sie ist easy to verify. Ich denke, das haben wir jetzt oft genug gehört. Wenn man immer das eine Element nach rechts zieht, bis man fertig ist, hat man den ganzen Stapel umgedreht. Dieses Purity, habe ich ja gerade kurz nochmal erwähnt, das scheint wohl eine ziemlich wichtige Sache zu sein in funktionaler Programmierung. Und tatsächlich ist das so ein Kernpunkt, der unser Leben in der FP-Welt wirklich extrem vereinfacht. Formal gesehen heißt Purity zwei Dinge. Erstens heißt es, ich habe eine Funktion und wenn ich irgendeine Zahl oder irgendeinen Input reinwerfe, kriege ich irgendeinen Output raus. Und dieser Output wird immer der gleiche sein. Also wenn ich zum Beispiel eine Funktion habe, x Quadrat, und ich mache eine 3 rein, kommt immer eine 9 raus. Es wird niemals 10 oder minus 5 oder ABC rauskommen. Das ist der eine Aspekt. Und das ist das, was man immer gerne so hochtrabende Referential Transparency nennt. Es ist eigentlich ja ein sehr, sehr langes und kompliziert klingendes Wort für ein sehr einfaches Konzept. Ein Mathematiker würde nicht mal sagen, eine Pure Function, würde einfach sagen, das ist eine Funktion. Erst der Informatiker musste irgendwie sagen, ja, dann brauchen wir einen speziellen Begriff für. Für Mathematiker ist es selbstverständlich, dass ich für jeden x, den ich reinwerfe, exakt einen y-Wert rauskriege. Und der zweite Aspekt, also das ist der erste Aspekt, dass egal, was in meiner Welt um mich herum passiert, wenn ich x gleich 3 reinwerfe, kriege ich immer x² gleich 9 raus. Und der zweite Aspekt ist so ein bisschen so das Komplement dazu, dass ich, egal was ich in meiner Funktion mache, nichts in meiner Welt um mich herum beeinflusse. Ich leake keine Side-Effects. Und diese beiden Dinge, ich bin geschützt von dem, was außen passiert und gleichzeitig gehe ich außerhalb von mir selbst niemand auf die Nerven und störe, das zusammen macht eine Funktion pure.
Und das ist eine sehr coole und sehr praktische Sache, denn das ist es, was uns erlaubt, eine einzelne Funktion als isolierten Block anzugucken, wie so einen einzelnen Lego-Block, und uns zu überzeugen, diese Funktion tut, was sie soll, völlig egal, was alle anderen Funktionen machen. Die Reverse-Funktion wird immer das Reverse von ihrem Input zurückgeben. Es ist völlig egal, wie viele anderen Funktionen ich wo definiert habe, was die tun, wann die was tun, es ist völlig egal. Ich kann Reverse an und für sich als alleinstehendes Element verifizieren und muss mir um alles andere keine Sorgen machen. Gegenteil davon ist impure, unreine Funktionen auf Deutsch, I guess, die logischerweise irgendwie davon abhängig sind, was außerhalb passiert oder die nach außen hin irgendwas verändern. So globale Variablen sind so das schrecklichste Anti-Pattern für, wie man es nicht machen sollte, wenn alle Funktionen nur über so einen Haufen globaler Variablen miteinander kommunizieren und sich gegenseitig beeinflussen, ja, landet man sehr schnell in Teufels Küche. Und dann wird es natürlich deutlich schwerer, eine Funktion zu verifizieren, wenn meine Funktion davon abhängig ist, was an 37 anderen Dingen passiert. Leider kann man Impurity nicht komplett vermeiden. Es wäre schön, wenn es so ist, aber in dem Fall, wenn man ein Programm hätte, was komplett pure ist, dann würden wir eigentlich nur Prozessorzyklen verbraten, weil wir würden zu keinem Zeitpunkt mit der unreinen, echten Welt interagieren. Also sobald wir irgendwas programmieren, werden wir irgendwann auch mal, weiß ich nicht, was von einer Datei lesen wollen oder wir möchten ein Ergebnis irgendwo speichern, in einer Datenbank oder einer anderen Datei. Also zu einem gewissen Zeitpunkt, früher oder später, werden wir irgendwie was Impures machen müssen. Ein Benutzer wird nie sich pure verhalten. Der wird mir an einem Tag was eines eintippen, an einem Tag was anderes. Oder wenn ich die Uhrzeit überprüfe, kriege ich zu verschiedenen Zeiten natürlich andere Uhrzeiten, logischerweise. Oder wenn ich zufällige Zahlen generieren will, dann kriege ich hoffentlich jedes Mal andere Zahlen. Also sobald man irgendwie was in der echten Welt macht, kommt an irgendeiner Stelle Impurity rein. Und was Haskells Antwort darauf ist, oder allgemein so die funktionale Programmierantwort darauf ist, dass man sagt, okay, die Impurity können wir nicht ganz loswerden, aber wir möchten ganz klar so eine Handvoll Gebiete markieren und ganz explizit hinschreiben, okay, an den Stellen ist Impurity, da kann was passieren, und alles andere, die restlichen 99% von meiner Software, sind pure und können so als Standalone-Objekte für sich verifiziert werden. Und nur an den Handvoll Stellen, wo irgendwie was Impures ist, da müsst ihr noch besonders aufpassen. Alles andere ist soweit alright. Und das ist auch so ein wunderbares Paradigma, was man sehr schön in jeder beliebigen anderen Sprache machen kann. Wenn man sich überlegt, ich möchte so viel wie möglich Gezaddere zwischen verschiedenen Funktionen vermeiden und möchte so viele Funktionen wie möglich für sich als Standalone-Objekte schreiben, dann ist das, denke ich, schon ein sehr schöner Aspekt oder ein sehr großer Teil von sehr schöner Softwarearchitektur. Okay, jetzt haben wir das mit der Purity, denke ich, halbwegs in Sack und Tüten. Und jetzt würde ich gerne noch ein zweites Beispiel für Funktionen und nochmal erwähnen oder kurz ausführen, was man aus der Mathematik wahrscheinlich kennt, und anhand dessen nochmal so ein paar Aspekte illustrieren. Und was wir uns da angucken wollen, ist die Factorial- oder Fakultätsfunktion. Ich denke, die wird fast jeder irgendwie kennen, vielleicht noch aus Schulzeiten, das ist das Ausrufezeichen, diese Funktion, die unheimlich schnell wächst und die ganz oft irgendwie was mit Stochastik zu tun hat. Das ist ein sehr schönes Beispiel dafür, wie man deklarativ schreiben kann und wie man was schreiben kann, was obviously true ist oder was man bei Inspection wirklich verifizieren kann. Ein Mathematiker würde das Factorial oder die Fakultät mit zwei Zeilen definieren. Er würde sagen, okay, for convenience legen wir fest, 0 Fakultät ist 1. Das hat mathematische Gründe, dass man das irgendwann mal so entschieden hat, weil das viele Dinge einfacher macht. Warum genau, ist überhaupt nicht wichtig. Und die zweite Zeile ist, die Fakultät einer Zahl n ist diese Zahl n mal der Fakultät des Vorgängers. Das ist so eine rekursive Definition, die ganz oft verwendet wird. Man sagt, die Fakultät von 3 ist 3 mal der Fakultät von 2. Gut, was ist die Fakultät von 2? Naja, 2 mal der Fakultät von 1 und so weiter. Also man macht im Prinzip ein Produkt, beginnt von der Zahl all the way down, bis man bei 0 Fakultät gleich 1 anlangt. Und das Coole ist, diese beiden Zeilen kann man jetzt direkt in Haskell oder einer anderen Functional Programming Language der Wahl direkt übersetzen. Also wir beginnen wieder mit unserer Typzeile am Anfang. Okay, die Funktion Fakt kriegt irgendwie ein Integer, eine Ganzzahl, und soll mir auch eine Ganzzahl zurückliefern. Die erste Zeile, Fakt 0 ist 1. Wie definiert? Die zweite Zeile, Fakt n ist n von, und da habe ich so ein bisschen mit den Klammern ein bisschen eskaliert, um es vielleicht ein bisschen einfacher lesbar zu machen, n mal Factorial von n minus 1. Also es ist wirklich 1:1 direkt abgetippt von der linken Seite, genau wie es der Mathematiker in seinem Textbook definiert hat. Und das muss true sein. Da kann man nicht irgendwie drum rumreden, da kann eigentlich nicht wirklich viel passieren. Die linke Zeile oben wird zur ersten Zeile rechts, zweite Zeile links, zur zweiten Zeile rechts. Wie man so schön sagt, führen immer viele Wege nach oben. Man kann die Factorial-Funktion auch anders definieren. Man könnte zum Beispiel dieses unhandliche Ding nehmen, was absolut schrecklich aussieht, wenn man mathematische Notation nicht gewohnt ist. Was dieses Ding aussagt, ist im Prinzip nur, n-Fakultät ist
1 mal 2 mal 3 mal 4 mal 5, bis man bei n angelangt. Also dieses große Pi ist eine Produktreihe, also einfach eine Multiplikation von vielen Zahlen nacheinander. Und das Coole ist, wenn man einmal weiß, was das heißt, okay, 1 mal 2 mal 3 und so weiter mal n, kann man das in einem Einzeiler nach Haskell übersetzen. Die Fakultät von n ist das Produkt von der Liste 1 bis n. Also der Punkt hier ist, genauso wie man mathematisch viele Dinge auf verschiedene Arten definieren kann, kann man es auch in der funktionalen Programmiersprache. Und ich würde sagen, das ist sogar nochmal deutlich einfacher zu parsen, mental, wenn man sich das anguckt, als das, was wir auf der Folie davor machen. Weil das ist wirklich genau der Kern dessen, was die Fakultät von n ist. Ein Produkt von allen Zahlen von 1, 2, 3 und so weiter und so fort bis n. Das avoidet auch Recursion logischerweise. Wir müssen nicht mehr rekursiv fuck aufrufen. Dadurch müsste es vermutlich sogar schneller sein. Es sei denn, der Compiler ist klug genug, um das wegzuoptimisieren, weiß ich gerade nicht aus dem Kopf. Aber wie gesagt, finde ich diese Funktion an sich auch einfach schöner, weil sie noch einfacher anguckbar und verstehbar ist. Und das ist auch eine Sache, die man sehr leicht in Python machen kann. Man könnte natürlich in Python sagen, okay, um mein Factorial zu berechnen, mache ich eine Schleife und im ersten Schleifendurchlauf habe ich eine Zahl, mache ich dieses Running Register mal dem, was mein Schleifenindex ist, bla 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 bla. Oder in Python könnte ich auch so einen Einzeiler schreiben und sagen, mach mir so eine Liste von 1 bis n und folde mir die zusammen mit mal. Wenn man zum Beispiel so eine Library wie NumPy benutzt, was so ein Standardding in Python ist mittlerweile, kann man genauso einen Einzeiler auch in Python definieren. Das dritte Beispiel, was ich kurz zur Function noch zeigen würde, das wirkt wahrscheinlich ziemlich konstruiert und ein bisschen komisch. Stellen uns einfach mal vor, wir wollen eine Funktion schreiben, die alle Zahlen in der Liste verdoppelt. Warum auch immer wir das machen wollen, klingt ziemlich weird, ist ein konstruiertes Beispiel. Wir stellen uns einfach mal vor, wir wollen das tun. Und was wir als erstes machen würden, haben wir schon ein bisschen etabliert. Wir wollen immer mit kleinen Funktionen anfangen und eine kleine Straightforward-Funktion wäre zum Beispiel, was ist denn, wenn ich eine Zahl verdoppeln will, eine einzelne Zahl, ein Integer? Naja, Double N ist 2 mal N. Ich denke, das ist relativ straightforward und deklarativ, da ist nicht viel falsch dran. Und was ich jetzt machen möchte, ist, ich möchte diese Funktion Double auf eine Liste mit ganz, ganz vielen Zahlen anwenden. Und das ist jetzt was, worüber ich eigentlich nur rede, weil ich finde, dass man das mal gesehen haben sollte. Man könnte jetzt diese Funktion Double All definieren als etwas, was dieses nutzt, was sich Map nennt. Und Map ist so ein Ding, wie gesagt, das sollte man einfach mal gesehen haben. Map heißt nichts anderes als, ich nehme eine Funktion, in dem Fall würde ich sie Double nennen, und wende sie auf alle Elemente meiner Liste, my list, an. Und das illustriert etwas, was sich Higher Order Functions nennt. Das heißt nichts anderes, als dass ich in dieser Zeile Map Double my list Double an zweiter Stelle als Parameter meiner Funktion nehmen kann. Das heißt also, ich könnte die Funktion Double auf meine MyList-Liste mappen oder jede beliebige andere Funktion. Ich könnte also diesen Double All könnte ich ersetzen durch, ich möchte zu jedem Listenelement 1 addieren oder ich möchte jedes Listenelement halbieren oder was auch immer. Und das ist dieses, was ich vorhin kurz angerissen habe, dass man Funktionen als First-Class-Citizen betrachtet. Man kann Funktionen wie Parameter von einer Funktion an die nächste übergeben und wiederverwenden. Und das ist eine sehr schöne Sache und etwas, was man sehr, sehr oft in funktionalen Sprachen macht. Und was daran so cool ist, ist, dass diese Definition auf sofortige Art und Weise zeigt, dass dieser deklarative Style eine Parallelisierung ermöglicht. Denn sobald ich verstehe, hey, ich habe eine Liste, my list, und auf jedes Element mappe ich diese pure Function double, die nichts an der Umgebung ändert, dann ist es, denke ich, sehr, sehr einfach offensichtlich, dass ich das trivial auf ganz, ganz viele Prozessorkerne verteilen kann. Also wenn ich eine Liste habe mit 87 Milliarden Zahlen drin und ich möchte jede Zahl verdoppeln, dann kann der Compiler das sehen, weiß sofort, hey, ja klar, das ist eine pure Function, die tut sonst nichts, das kann ich auf beliebig viele Kerne verteilen. Das ist also trivially parallelizable, wie man so schön sagen würde. Und dieses Map, was ich gerade erwähnt habe, ist auch das letzte Beispiel für Funktionen, wollte ich nochmal ganz kurz ein bisschen mehr Detail angucken. Und das Coole ist jetzt, diese Funktionsdefinition für Map, die kommt direkt aus dem Prelude. Also Prelude ist Haskells Fancy-Name für die Standard-Library. Und das wollte ich einfach mal zeigen, weil ich denke, dass wir alle jetzt imstande sind, das zu verstehen, was diese Funktion Map eigentlich macht. Sobald man noch eine Sache weiß, nämlich was dieses erste Ding da oben heißt, dieses Klammern A, Pfeil B, Klammer zu, das erste Ding, was Map bekommt. Und das ist nichts weiter als ein Funktionstyp. Also was diese Zeile sagt, ist, meine Funktion Map kriegt eine Liste von A, bildet die ab auf eine Liste von B und das macht sie, indem sie diese Funktion von A nach B nutzt. Also das heißt, wenn ich zum Beispiel eine Funktion habe, die, weiß ich nicht, je beliebige Zahl, sei sie nun positiv oder negativ, auf eine positive Zahl abbildet, zum Beispiel, weil ich x Quadrat mache, und ich gebe dem eine Liste mit Zahlen, die positiv oder negativ sein können,
dann bilde ich ab und kriege heraus am Ende eine Liste vom Typ B, in dem Fall von positiven Zahlen, was Sinn macht. Ich mappe oder ich wende diese Funktion A nach B auf eine Liste von vielen A's an und kriege dann logischerweise eine Liste von vielen B's. Also das ist die erste Zeile. Die zweite Zeile ist wieder dieser triviale Base Case. Egal welche Funktion ich auf eine leere Liste drauf werfe, ich kriege immer eine leere Liste zurück, weil keine Elemente da sind, für die ich was tun muss. Und die dritte und letzte Zeile, und das ist wieder so eine rekursive Funktionsdefinition, ist, ich habe meine Funktion map, der habe ich übergeben eine beliebige Funktion f, die ich verwenden möchte, und eine Liste, das ist dieses Listenidiom xxs wieder, x ist der Head, xs ist der Rest. Naja, und was kriege ich da raus? Naja, was ich rauskriege, ist erstens f angewendet auf den Head dieser Liste, dann kommt dieser Doppelpunkt, das heißt einfach nur, die Liste geht weiter, und auf der rechten Seite heißt, steht nur noch, na gut, und ich muss f noch auf den Rest der Liste, also auf xs mappen. Sprich, was diese Funktionsdefinition heißt, ist, ich habe eine Liste mit 20 Elementen und eine Funktion. Ich wende die Funktion auf das erste Element dieser Liste an, auf den Head. Und dann muss ich fortschreiten, indem ich danach mich selber rekursiv aufrufe mit dem Rest, also mit den restlichen 19 Elementen. Dann wende ich die Funktion wieder auf das erste dieser 19 Elemente an, rufe mich selber auf mit den verbleibenden 18 Elementen und so weiter und so weiter. Und am Ende lande ich wieder bei diesem trivialen Base Case mit der leeren Liste. Ich denke, ich hoffe, das macht irgendwie Sinn. Wenn es für jeden Sinn gemacht hat, dann Congrats, du hast oder ihr habt gerade eine direkte Funktion direkt aus der Standard Library genommen, gelesen und verstanden, aus der Standard Library genauso, wie es aufgeschrieben ist. Also ich hoffe, das hat irgendwie halbwegs Sinn gemacht. Und ihr habt jetzt auch gleich so ein typisches Workhorse von funktionaler Programmierung mal kennengelernt. Andere Dinge, die man sich mal vielleicht angucken möchte, wenn es interessiert, sind Funktionen wie Filter oder Zip oder Fold. Das sind so die anderen häufig benutzten Funktionen. Okay, das war der Teil zu den Funktionen. Macht das erstmal irgendwie so Sinn, was ich gesagt habe? Oder gibt es da irgendwelche Fragen direkt dazu? Nicht? Okay, sehr cool. Dann kommen wir jetzt zum zweiten Teil. Der wird ein bisschen kürzer sein, weil ich bin wie immer unter Zeitdruck. Und zwar reden wir jetzt noch ein bisschen über Typen. Und Typen sind so die andere große, sehr coole Sache in funktionaler Programmierung, die uns das Leben einfacher machen. Und was ihr wahrscheinlich schon gesehen habt, ich habe jedes Mal, wenn ich eine Funktion aufgeschrieben habe, immer so eine Type Declaration am Anfang geschrieben. Klingt jetzt vielleicht erstmal komisch, warum ich mir die Mühe überhaupt gemacht habe. Tatsächlich würde das auch alles kombinieren, wenn man das weglässt. Aber es hat einen Grund. Und ich würde sagen, hopefully Type Annotations are everywhere, weil uns diese Dinger das Leben wirklich extrem vereinfachen. Okay, warum machen wir uns denn diese Mühe? Also als allererstes ist es so ein bisschen so ein Mindhack tatsächlich. Es ist ein guter Weg, irgendwie erstmal loszulegen, erstmal was hinzuschreiben. Wir überlegen uns immer, wenn wir eine Funktion schreiben, okay, welchen Typ von Daten kriegt denn die Funktion und welcher Typ an Daten soll am Ende rausfallen? Zum Beispiel zurückkehren zu unserem Beispiel, die Factorial-Funktion kriegt einen Integer und wirft einen Integer raus. Macht Sinn. Das heißt, ich kann die erste von drei Zeilen schon mal aufschreiben. Fuck, kriegt einen Integer und gibt raus auch einen Integer. Gut, jetzt habe ich eine von drei Zeilen schon mal geschrieben. Die Creative Juices sind flowing, ich fühle mich accomplished und mache weiter. Und außerdem, viel cooler auch noch, das ist so eine Art Dokumentation für uns selber. Wir wissen, diese Funktion wird immer einen Integer kriegen und wird uns immer einen Integer zurückgeben. So eine Art Vertrag oder Contract. Und viel wichtiger, es ist auch eine Dokumentation für unseren Compiler. Und der Compiler kann sicherstellen, dass wir diese Dokumentation, diesen Contract, niemals verletzen. Wenn ich also aus irgendeinem dummen Grund, weil ich vielleicht unaufmerksam war, meine Funktion fakt mit einem String oder was auch immer aufrufen würde, würde der Compiler zur Compile-Zeit bereits sagen, hey, das macht irgendwie keinen Sinn, denk da nochmal drüber nach. Das habe ich gerade eben gesagt. Jetzt könnte man, wenn man vielleicht in der C-Denkschule ist, noch sagen, ja gut, aber mein C-Compiler erkennt es ja auch, wenn ich da irgendwie eine Funktion habe, die, weiß ich nicht, einen Char-Pointer kriegt und ich werfe dann Integer, weil ich weiß gar nicht, würde er das implizit konvertieren, ich weiß es nicht. Aber wenn ich den Compiler hinreichend scharf schalte, mein GCC, würde er mich vermutlich hier auch anmaulen und sagen, hey, was du hier tust, macht keinen Sinn. Wozu brauche ich also diesen ganzen Mumpitz mit dem FP und dem Haskell? Warum mache ich mir die Mühe? Naja, weil es gibt Beispiele, wo das Ganze nicht so offensichtlich direkt falsch ist. Ein schönes Beispiel wäre irgendwas, wo Real-World-Meaning reinkommt. Also wir stellen uns mal vor, wir hätten irgendwie so ein Beispiel, was wir uns jetzt ausdenken, wo wir irgendwie, wenn man es jetzt in C aufschreiben würde, sagen würde, okay, wir möchten irgendwie eine Funktion haben, die heißt in dem Fall getCustomerById. Also wir stellen uns mal vor, wir haben irgendwie so eine Datenbank, da sind irgendwie Kundendaten drin und wir möchten aus der Datenbank einen speziellen Kunden rausqueryen, basierend auf dieser ID, die irgendein Integer ist, was die Datenbank intern als Referenz nutzt.
Dann würde die Funktion irgendwie die Datenbank queryen mit dieser Integer-ID, die wir geben. Würde die Datenbank queryen, kriegt was zurück, return das. So straightforward C101. Und wenn wir jetzt diese Funktion aufrufen würden mit someDatabaseID 123, werfen das da rein, ja, würde wunderbar kompilieren. Ich schmeiße einen Integer in eine Funktion, die ein Integer will. Das klappt hervorragend. Das Problem ist jetzt, wenn ich einen anderen Integer habe, der some customer number ist, was vielleicht irgendwie unsere Rechnungsabteilung nutzt, um Rechnungen zu erstellen, das ist irgendwie eine Rechnungsnummer, die was komplett anderes ist als unsere Datenbankschlüssel, würde das trotzdem komplett compilen. Und das Problem ist, es würde sogar zur Laufzeit in vielen Fällen vermutlich ziemlich gut laufen. Es wäre ein komplett anderer Customer, aber es würde keinen Fehler werfen. Es würde nicht laut crashen und burnen. Im schlimmsten Fall würde das wochenlang gut gehen und wir würden haufenweise falsche Rechnungen generieren und hätten dann ziemlich große juristische und monetäre Probleme. Aber es ist natürlich ganz klar nicht das, was wir wollen, weil diese Funktion da oben, die soll ja eine Customer-ID bekommen und nicht irgendwie eine Kundenrechnungsnummer. Und in Haskell könnten wir jetzt dafür sorgen, dass solche Fälle schon zur Compile-Zeit als ganz klare Mumbits erkannt werden würden. Klar, wir könnten das auch in C machen mit Structs, aber das wäre viel Overhead und Nerv. Was wir machen könnten, ist, wir könnten mit diesem Data-Schlüsselwort in Haskell unsere eigenen Datentypen erstellen. Zum Beispiel Database-ID oder DB-ID oder stattdessen sowas wie eine Customer-Number. Ich bin wie immer in Zeitdruck, deswegen muss ich hier ein kleines bisschen schneller machen. Mein Punkt ist nur, in Haskell können wir uns mit einem Einzeiler eigene Typen definieren und können dann sagen, okay, unsere Funktion getCustomerById kriegt immer eine Database-ID und gibt uns zurück immer einen Customer. Customer haben wir irgendwo anders definiert. Und könnten diese Funktion dann definieren. Und wenn wir jetzt irgendwie die Funktion aufrufen mit einer validen Database-ID 123, würde das vom Compiler wunderbar kompiliert werden. Es wäre genau das, was wir wollen. Wenn wir aber hingegen irgendwie sowas versuchen würden, wie unsere Funktion mit einer Customer-Number, mit einer Rechnungsnummer oder was auch immer aufzurufen, was auch ein Integer ist, aber halt ein anderer Datentyp mit einer anderen Bedeutung, würde der Compiler zur Compile-Zeit bereits sagen, hey, du hast da ein Type-Mismatch. Das funktioniert so nicht. Es könnte zwar aus C-Sicht funktionieren, weil es auch ein Integer ist, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht das ist, was du möchtest. Also denk bitte noch mal neu drüber nach. Und man kann sowas Ähnliches in Python machen, das will ich mal kurz erwähnen. Es geht mit sogenannten Type-Checking und Type-Hinting. Es ist so ein bisschen unwieldy, die Notation dafür ist so ein bisschen nervig, so ein bisschen redundant und repetitiv. Das Problem ist halt, das wurde zu Python nachträglich so als Afterthought dazugetan. Python wurde nicht mit dem im Kopf designt. Aber man kann sowas Ähnliches machen und dafür sorgen, dass man dann tatsächlich so ein Type-Checking machen kann. Und der Type-Checker würde zur Compile-Zeit oder bevor man Python das interpretieren lassen würde, würde er uns anschreien und sagen, okay, du hast hier meine Funktion getCustomerById aufgerufen mit einem TypeCustomerNumber, aber ich will einen TypeDatabaseID. Das ist nicht das, was du willst. Also mein Punkt hier ist, man kann das auch in Python machen. Es ist so ein bisschen unhandlich, aber es geht. Und der letzte Punkt, den ich noch ganz kurz erwähnen möchte, ich hoffe, ich habe noch 3, 4, 5 Minuten, dann bin ich auch schon durch, ist, wir haben ja hoffentlich gerade gesehen, dass so ein Strong und Expressive Type System es uns erlaubt, Meaning, also Bedeutung unseren Types zu geben. Wir sind nicht mehr daran gebunden, nur zu sagen, wir haben hier einen Integer und nehmen Integer und kriegen Integer, sondern wir haben eine ganz spezielle Art von Integer mit einer ganz speziellen Bedeutung, nämlich das ist ein Database Key, der irgendwie für einen Customer steht. Oder das ist im Gegensatz dazu ein anderer Integer, der eine Rechnungsnummer ist, die unser Rechnungsdepartment nutzt, was komplett anderes. Man kann das aber, oder was uns das erlaubt, ist, dass wir die echte Welt modellieren können, unserem Type-System. Wir können also Bedeutungen oder Meaning aus der echten Welt nehmen und in unser Type-System reingießen und dadurch können wir viele, viele Fehler sehr früh und sehr offensichtlich erkennen und haben nicht dieses Problem, dass irgendwie was ich davor so in C gezeigt habe, vielleicht ein paar Wochen lang gut funktioniert oder zu funktionieren scheint, still und heimlich, aber völligen Mumpitz generiert, bis es irgendwann dann offensichtlich ist, dass wir den falschen Customer mit den falschen Beträgen irgendwie in Rechnung gestellt haben. Und so ein Konzept, was dazu related ist, und das ist das Letzte, was ich ganz kurz erwähnen will, ist etwas, was so ein bisschen so eine Catch- oder Buzzphrase geworden ist, making invalid states non-representable. Was das heißt ist, ich möchte nicht nur dafür sorgen, dass mein Compiler mich anschreit, wenn ich was falsch mache, sondern ich möchte dafür sorgen, dass ich bestimmte Dinge, die in der echten Welt nicht existieren können, überhaupt nicht repräsentierbar mache. Das soll im Quellcode gar nicht möglich sein, so ein Objekt überhaupt zu erzeugen. Wir stellen uns mal vor, wir modellieren so einen Bank-Account. Also wir stellen uns das mal vor, wir sind so eine Bank und wollen irgendwie so ein Objekt, einen Datentyp für eine Bank machen. Und, also für ein Bankkonto, Entschuldigung.
Und was man da vielleicht haben will, ist vielleicht eine Account Number, also eine Kontonummer und vielleicht irgendwie auch eine Account Balance. Vielleicht sind wir eine Schweizer Bank, die irgendwie keine Namen irgendwie aufschreibt. Es ist so ein anonymes Nummernkonto. Das ist vielleicht für die Steuerfahndung nicht so cool, aber für den Milliardär sehr cool. Also wir machen es ganz einfach. Wir haben eine Account Number und eine Account Balance. Okay. Natürlich kann es aber sein, wird uns jetzt 3 Tage später erzählt, nachdem wir das implementiert haben, von irgendwie dem Bankschlips-Trigger, hey, wir haben ja vergessen, was zu erzählen. Natürlich kann man einen Account auch kündigen, das ist ja logisch. Also ein Customer kann, wenn er den Konto geleert hat, auch sagen, okay, ich möchte den Vertrag jetzt kündigen, ist legitim. Gut, was würde der klassische OOP-Architekt jetzt machen? Na gut, er würde sagen, gut, machen wir jetzt irgendwie entweder, der erste Fall wäre gut, dann löscht das Objekt doch einfach, aber vielleicht können wir aus legalen Gründen das Objekt nicht einfach löschen, sondern müssen es irgendwie in der Datenbank behalten. Gut, dann würde so ein Standard-OOP-Architekt sagen, naja gut, dann extenden wir das halt, machen wir noch irgendwie so ein Boolean dazu, ist terminated, wo wir reinschreiben, ja, der Account ist jetzt terminated, der gilt nicht mehr. Und vielleicht sollte man sich auch noch aufschreiben, wann man terminated hat, vielleicht irgendwie aus Gründen, weil man irgendwie den exakten Zinssatz berechnen will, bis zu dem Tag, wo das Konto gekündigt wurde, was weiß ich. Okay, das heißt, wir haben jetzt irgendwie ein Objekt, was gerade ein Stück weit noch komplexer geworden ist und sind, ohne es mitzukommen, in so einen Bereich geraten, wo bestimmte Probleme auftreten. Dann stellen wir uns mal vor, unser Bankcomputer läuft so ein paar Wochen problemlos, alles ist super. Wir haben 37 verschiedene Funktionen, die solche Bank-Account-Objekte munter hin und her werfen und es scheint irgendwie alles zu funktionieren, aber zu irgendeinem Zeitpunkt auf einmal schreibt man uns an, hey, das Ding hängt oder das Ding wirkt sich ständig ab und produziert haufenweise One-Time-Errors. Was passiert? Gut, wir werfen unseren Debugger an und stellen fest, irgendein Objekt X, Record X, hat diese Runtime-Errors produziert. Wir schmeißen den Debugger an und sagen, okay, zeig uns mal, was steht denn in X drin. Gut, wir haben irgendeine Account-Number, die sieht soweit gut aus. Wir haben eine Account-Balance, die ist 0. Ist ein bisschen komisch, aber ist plausibel. Klar, ein Konto kann auch mal leer sein. Dann sehen wir, okay, der Account ist aber nicht terminated. Ist terminated as false, heißt, der Account existiert immer noch. Und sehen aber, da steht trotzdem Date of Termination dran. Und das ist jetzt komplett unlogisch, weil so ein Objekt, wie unser Debugger es uns gerade zeigt, was uns hier irgendwie haufenweise Kopfschmerzen verursacht, das kann in der echten Welt nicht existieren. In der echten Welt kann es keinen Bankaccount geben, der nicht terminiert ist, also der immer noch läuft, der aber ein Date of Termination assigned hat. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das ist ein invalid state, den kann es in der echten Welt nicht geben. Trotzdem hat offenbar eine unserer 37 Funktionen beim munteren Hin- und Herwerfen dieses Objekts irgendwie mal einen Schluck aufgehabt oder man hat beim Programmieren was übersehen und ist da irgendwie in so ein Problem geraten und hat dieses Objekt produziert, was uns jetzt in diese Kopfschmerzwelt brachte. Also something clearly went wrong, quite obviously. Und so ein Objekt wird uns Runtime-Errors produzieren, früher oder später. Und die Lösung dazu ist jetzt, was ich gesagt habe, wir wollen dafür sorgen, dass so etwas gar nicht erst repräsentierbar ist, indem wir noch mehr Meaning dazu packen. Und das ist jetzt das letzte Konzept, das ist, glaube ich, auch schon die letzte Slide, dann sind wir durch. Die grobe Idee hier ist, dass man anstatt so einen Typ Account zu haben, will den Typ aufsplitten in 2 verschiedene, um diesen State fest und statisch im Typsystem zu encoden. Zum einen könnte man sich vorstellen, machen wir so einen Type Open Account, der hat eine Zahl, und also eine Number und eine Balance. Und wir haben einen Terminated Account, der hat immer noch eine Account Number und den Date of Termination. Ein Terminated Account hat keine Balance mehr, logischerweise. Und genauso hat ein Open Account kein Date of Termination. Wir haben also nur diese beiden Arten von Typen. Und es ist nicht mehr möglich, dieses schreckliche Monsterobjekt von der vorherigen Slide in diesem Types überhaupt zu erzeugen. Es kann nicht existieren, es ist nicht repräsentierbar. Und das ist schön, es macht den Typ sehr präzise oder noch präziser. Und was auch cool ist, wenn wir jetzt irgendwie so eine Funktion wie zum Beispiel MakeTransaction haben, können wir ganz klar im Type-Header sagen, eine Funktion MakeTransaction kann nur funktionieren, wenn ich der einen Open-Account gebe. Also sobald ich irgendwie diese Funktion MakeTransaction aufrufen würde mit einem Terminated-Account, kann ich zur Compile-Zeit gleich sehen, hey, das macht überhaupt keinen Sinn, das wird abgelehnt, da musst du nochmal nacharbeiten. Also das ist diese Idee, die ich meine, indem wir noch mehr Meaning dazu packen, können wir sogar dafür sorgen, dass Dinge, die es in der echten Welt nicht geben kann, auch gar nicht erst in unserem Programm existieren. Und dadurch, ja, können wir noch mehr Fehler vermeiden und viele, viele Fehler bereits beim Kompilieren fangen und laufen gar nicht erst in dieses Problem der Runtime heraus. Okay, ganz, ganz kurzer Wrap-up. Was ich hoffe, euch irgendwie halbwegs verdeutlicht zu haben, trotz der Kürze der Zeit und meiner Eile und Zeitknappheit, ist, dass es mit funktionalen Paradigmen deutlich schwerer ist, unzuverlässigen oder inkorrekten Code zu schreiben. Ich habe es bereits am Anfang gesagt, klar, wenn ich mir viel Mühe gebe, kann ich auch in Haskell was schreiben, was mir irgendwie in den Fuß schießt oder mein Knie explodieren lässt. Das ist möglich, wenn ich mich bemühe, aber es ist ein Stück weit schwerer. Es sind so ein paar Guardrails da, die mich irgendwie oft irgendwie halbwegs auf einem relativ sicheren Weg halten. Und die Konzepte, die ich erwähnt habe,
sind in meinen Augen oftmals auch sehr nützlich, selbst wenn ich nicht in so einer Functional Programming Language arbeite, sei es auch in Python. Ich kann vieles davon mitnehmen in diese Welt und dort verwenden und ich denke, das macht das Leben unter Umständen auch dort deutlich leichter. Sowas wie, ich möchte meine Funktion so klein wie möglich halten, ich möchte sie auf eine deklarative Art und Weise schreiben, die es mir einfach macht, sie zu verifizieren. Ich möchte so oft wie möglich Funktionen pure halten, also dafür sorgen, dass die Funktion als Objekt in und für sich selbst verifizierbar ist, dass sie nicht davon abhängig ist, was außerhalb passiert und dass die Funktion ihrerseits auch nichts außerhalb beeinflusst. Denn nur so kann ich die Funktion alleine mir angucken und sicher gehen, okay, die tut immer, was sie soll. Und dass man diese kleinen Building Blocks, diese kleinen Lego Pieces dann irgendwie in so eine deklarative Art und Weise wie so ein Lego Spielset bottom-up irgendwie zusammenkompost, um sich immer das zusammenzubauen, was man gerade braucht. Und ich hoffe, ich habe auch so ein bisschen erfolgreich für so ein starkes und sehr expressives, also ausdrucksstarkes Type-System werben zu können, dass man dadurch viele Dinge von vornherein vermeidet und dass man zur Compile-Zeit bereits potenzielle Probleme sieht und dadurch so ein bisschen das Risiko von Runtime-Errorn, naja, nicht nur ein bisschen, eigentlich ziemlich stark, würde ich sogar sagen, reduzieren kann. Aber wie gesagt, obligatorischer Disclaimer, es ist nicht das Wundermittel, man kann auch in funktionalen Programmiersprachen immer Probleme haben und Fehler machen, aber ich würde argumentieren, es ist ein Stück weit schwerer, das zu machen. Und zum Schluss, was ich das gerade erwähnt habe, dass man mit einem hinreichend starken und ausdrucksstarken Type-System sogar dafür sorgen kann, dass Dinge, die es nicht geben kann, in unserem Code auch gar nicht gibt. Damit bin ich durch. Wahrscheinlich habe ich kurz überzogen. Das tut mir leid. Ich danke trotzdem ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Fragen sind immer ganz herzlich willkommen. Ich rede extrem gerne über diese möglichen, über alle möglichen Themen dieser Art. Wie man wahrscheinlich gemerkt hat, bin ich da sehr passionate. Könnt mich jederzeit ansprechen. Ich bin auf Telegram ursprünglich, weil ich aus dem Furry-Fandom komme, wo das so der de facto Standard-Messenger ist. Also nicht, weil ich irgendwie Anhänger von ISIS bin oder Verschwörungsgläubiger. Ich bin auch auf Matrix. Mittlerweile kann ich sogar halbwegs bedienen und gucke sogar gelegentlich mal rein. Ich bin immer in Personen ansprechbar. Also im Normalfall laufe ich auf Events so rum. Auf manchen Events, nicht auf dem, aber auf anderen, laufe ich oftmals auch so rum. Wie gesagt, Furry-Fandom. Du hast mich gesehen? Wann? Wo? Auf der NFC, ich war auf der NFC, ja, es ist eine Furry-Convention im Februar, für die, die es nicht kennen. Da bin ich auch so rumgelaufen. Ich bin oftmals auf Chaos-Events auch so unterwegs. Also wenn ihr den Kojoten seht, könnt ihr den auch sehr gerne ansprechen. Der wird sich auch total freuen. Aber die meiste Zeit laufe ich so rum. Ich freue mich aber auch sehr, wenn ich angesprochen werde. Also keine falsche Scheu. Und nochmal ganz herzlichen Dank dafür. Und Fragen jederzeit willkommen. Ich kann kaum was erkennen, deswegen halte ich die Hände so awkward, weil... Ah ja, Du hast die nicht existierbaren States am Ende erwähnt. Was ist jetzt, wenn dieselbe Accountnummer in Open und Closed Account drinstehen würde? Ja, das ist eine ganz, ganz tolle Frage. Ich weiß, ich glaube, das wird mitgestreamt, also muss ich die Frage nicht wiederholen. Ich mache es einfach mal trotzdem. Also die Frage war, kann ein Account sowohl closed als auch open sein? Also kann es zwei Objekte geben, die die gleiche Kontonummer haben, aber eine davon ist ein offener, andere ist ein geschlossener Account. Es kann passieren, man sollte es natürlich vermeiden. Also idealerweise hat man nur eine einzige Funktion, die sich um diesen gesamten Cleanup kümmert, wenn ein Kunde sein Konto schließt. Also diese Funktion würde dann einen Open-Account nehmen und mappen auf einen Closed-Account. Und da kommt eine Sache ins Spiel tatsächlich, nämlich diese Immutability, die ich, glaube ich, auch auf der ersten oder auf einer der Anfangsslides kurz irgendwie drauf hatte, aber nicht drüber gesprochen habe. Das ist eine sehr schöne Sache. Objekte in Haskell oder in vielen FP-Sprachen sind auch immutable. Also ich kann am Objekt selber nicht dann rumdockeln und es irgendwie aufbrechen und da reingehen und innen drin was ändern. Ich kann das Objekt nur entweder haben oder wegwerfen. Was diese eine Funktion also machen würde, ist, sie würde dieses eine Objekt, diesen Open Account nehmen, würde jetzt ein neues Objekt erzeugen, den Closed Account, da reinschreiben, Kontonummer ist dieses, Date of Termination ist das und der Open Account würde dann geschreddert werden. Und das war's. Das heißt, da würde man eine einzige Stelle haben, wo dieser saubere Übergang auf kontrollierte und hoffentlich irgendwie verifizierte Art und Weise funktioniert. Und dann wäre man hoffentlich dieser Sorge enthoben, dass das passiert. Eine andere Sache wäre natürlich, das fällt mir gerade ein, wenn ich einen neuen Account eröffne, sollte ich sicherstellen, dass ich nur Kontonummern vergebe, die noch nie vergeben wurden. Also idealerweise habe ich noch irgendwie zentral so einen Counter mit hochzählen, der dafür sorgt, dass jede Kontonummer ein einziges Mal in der Lebzeit dieser Bank vergeben wird. Aber man sollte es sicherstellen, das ist ein sehr guter Punkt und ich denke, man kann es machen. Danke. Gerne.
Hat sonst jemand Fragen? Ich hätte sonst noch eine zweite. Ja, bitte. Also je mehr, desto besser. Wenig Fragen ist immer ein schlechtes Zeichen für mich. Ich bin gerade erst reingekommen, aber du hast da klar von der Reverse Function geredet. Ja. So. Vielleicht finde ich sie sogar. Sie denn? Genau. War schon wieder weg? Die war schon. Genau. Mhm. Was, wenn ich richtig verstehe, was du gesagt hast, ist, wenn du die Funktion umkehrst, kriegst du immer den Input raus aufgrund vom Output. Du meinst, wenn ich 1, 2, 3 reinmache, kriege ich immer 3, 2, 1 raus, nie was anderes. Oder was meinst du? Genau. Ja. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir haben eine Square-Function. Ja. Und geben da einen negativen Wert rein. Richtig. Dann können wir aus dem zurückrechnen, ist richtig, ob das jetzt was Negatives oder was Positives original war. Richtig, genau. Also der Ton war kurz weg, deswegen sagst du mal. Also der Punkt war gerade, deine Frage war, wenn ich eine Funktion wie zum Beispiel Square habe, die eine Zahl wie -2 auf +2 abbildet, aber auch eine Zahl wie +2 auf +2 abbildet, dass ich dann anhand der Ausgabe nicht weiß, was die Eingabe war. Und das ist komplett richtig. Das habe ich vielleicht ein bisschen falsch oder nicht falsch, aber vielleicht ein bisschen missverständlich erklärt. Das hat mit Purity nichts zu tun. Also Purity heißt nicht, dass die Funktion im mathematischen Sinne bijektiv, also eindeutig umkehrbar ist, sondern das heißt einfach nur, dass wenn ich was reinschmeiße, kriege ich immer die gleiche Ausgabe raus, egal was in der Welt um mich herum passiert. Also wenn ich -2 reinwerfe in Square, kriege ich immer +2 raus, egal was alle anderen Funktionen meiner Welt machen. Das heißt aber nicht, dass ich anhand der Ausgabe immer eindeutig die ursprüngliche Eingabe rekonstruieren kann. Okay. In the reverse kann man es logischerweise. Reverse ist eine bijektive Funktion. Da kann ich es in dem Fall sogar trivial, indem ich es noch ein zweites Mal mache. Ja. Sonst noch irgendjemand fragen? Ich kann es dich gerne melden, muss es nur aufzeigen, weil sonst sieht man es da oben nicht. Das, was du gezeigt hast, dass man, wenn man das Typensystem richtig benutzt, man keine Accounts haben, die geschlossen sind, die nicht geschlossen sind, aber ein Schlussdatum haben, das nennt man Sumtypes. Und das gibt es auch in Rust. Was genau ist daran der Sum-Type? Ich bin kein Rust-Programmierer, deswegen meine naive Frage. Rust enums. Also, das ist Sum-Type, weil die Anzahl der Zustände, die der übergeordnete Datentyp hat, ist die Anzahl der Zustände, die der eine Datentyp hat, plus die Anzahl der Zustände, die der andere Datentyp hat. Wohingegen Structs in C heißen Product Types, weil da ist die Anzahl Zustände gerade ein Produkt. Ja, ich glaube in Haskell heißt das, wenn ich es richtig verstanden habe, ist es das, was Haskell Either nennt. Also in Either hast du sowas in der Art, da bist du nur limited auf zwei verschiedene Fälle. Aber man kann mit senkrechten Strichen unendlich viele Fälle machen, das heißt Sumtype. Ach, du meinst, ich weiß, was du meinst. Ja, in Haskell kannst du das mit dem Pipe-Symbol machen, wenn du deinen Data-Type herstellst. Genau. Genau, in Haskell gibt es eine ganze Reihe solcher interessanter Konzepte. Also es gibt auch das, ich glaube, in Rust heißt es auch Maybe. In Haskell nennen wir es Maybe. Ich glaube, in Rust heißt es auch Maybe. Wenn du sagst, entweder meine Computation gibt mir ein sinnvolles Ergebnis zurück, wenn ich zum Beispiel die Wurzel ziehe aus einer Zahl, oder sie gibt mir was zurück, was nicht, oder Wurzel ziehen ist ein schlechtes Beispiel. Wir teilen zwei Zahlen. Entweder das funktioniert oder ich teile durch Null, das funktioniert nicht. Und dann kann ich in Haskell sagen, das ist ein Maybe. Maybe eine Zahl oder alternativ nothing. Und ich glaube, in Rust gibt es so ein ähnliches Konzept auch, richtig? Ja, es gibt die Option. Option, okay. Und in Sprachen, die keinen Sumtype haben, aber Vererbung kann man sowas Ähnliches machen, indem man eine Klasse hat, die heißt Account. Und dann hat man zwei Klassen, die davon erben. Einmal Closed Account und Open Account. Klar. Und dann kann man das selber machen. Richtig, du kannst es auch in OOP so machen, indem du irgendwie entweder mit einer Klasse und Tochterklassen, die davon erben, oder du könntest auch ein Interface machen, klar. Aber erfahrungsgemäß sind Sumtypes schon toll. Was bitte? Sumtypes sind toll, habe ich gesagt. Ja, absolut. Freut mich, dass jemand mein Interesse und meine Begeisterung für die obskuren Dinge nachvollziehen kann. Finde ich super.
Scheinst du? Ja, dann danke nochmal. Ich bin noch ein bisschen hier, wenn ihr reden wollt. Immer da.